Der Milchviehbetrieb Hadl. Schon vor gut 1,5 Jahren durften wir diesen Vorzeigebetrieb im ersten Grünlandschnitt mit Mähwerk, Ballenpresse und Nachsaatstriegel begleiten. Jetzt, Anfang November, steht die Gülleausbringung vor dem Winter an und wir besuchen Landwirt Bernie erneut. Als wir am Betrieb ankommen, hängt er gerade das Fass an die Güllegrube und startet den Befüllvorgang. Zum Füllen setzt der Betrieb seit einiger Zeit auf eine direkt in die Grube eingebaute Pumpe. Diese bringt viele Vorteile mit sich. Zum einen wird die Füllzeit vor allem bei tiefen Gruben verringert. Zum anderen verringert sich die Schaumbildung im Fass enorm und es kann insgesamt mehr geladen werden. Bernie ist inzwischen wieder am Weg zum Feld. Wir folgen dem Gespann durch die herbstliche Landschaft inmitten des Naturparks Zierbitzkogel-Krebenzen. Nach einer kurzen Fahrt kommen wir auf einer Grünlandfläche einige Kilometer entfernt an. Die Fläche wurde erst vor kurzem in Pacht übernommen. Weiter sind auch einige Hektar Ackerfläche zum Betrieb gestoßen. Die Ackerarbeit stellen wir euch im nächsten Jahr intensiv vor. Bei der Ausbringung der Gülle kommt hier ein Möscher-Pendelverteiler zum Einsatz. Dieser verteilt die Gülle durch den Druck beidseitig auf gut 10 Meter Arbeitsbreite. Hinterlassen wird eine großtropfige Nährstoffschicht mit sehr wenigen Verlusten, die mit dem nächsten Regen ideal an die Grasnarbe durchdringt. Wichtig ist es bei der Ausbringung auf die richtige Fahrgeschwindigkeit und den Abstand zur vorhandenen Spur zu achten. Hier eignen sich die intelligenten Assistenzsysteme des John Deere 6130R perfekt. Denn am Command Pro Fahrhebel können unter anderem auch Tempomatfunktionen abgespeichert werden. Weiters ist der Schlepper mit dem AutoTrack Ready ausgerüstet. Das bedeutet, dass das Fahrzeug bereits für die Nachrüstung eines GPS-Lenksystems vorbereitet ist. Aufgrund vieler wirtschaftlicher Vorteile hat sich der Landwirt nun auch dazu entschlossen, den Schlepper mit dem Starfire 6000 auszurüsten und ihm somit die totale Vollausstattung zu geben. Wie dieses GPS-System funktioniert, zeigen wir euch demnächst in einem Einführungsvideo. Aber nicht nur der Schlepper verfügt über Vollausstattung. Auch das 7,3 Kubikmeter Vakuum-Deck-Güllefass lässt keine Wünsche offen. Das Fass wurde vor wenigen Jahren gebraucht gekauft und ist unter anderem mit der Talausbringung, der Vario-Deichsel und vielen weiteren Spielereien ausgestattet. Wir bleiben noch eine Weile am Feld und lassen Bernie die letzten Fuhren des landwirtschaftlichen Goldes auf die Fläche bringen. Jetzt seid ihr an der Reihe. Wie hat euch dieses Video gefallen? Wie gefällt euch das Gespann? Schreibt uns eure Meinung gerne mal unten in die Kommentare. Wir sind natürlich auch weiterhin für euch mit der Kamera unterwegs, stets auf der Suche nach interessanten Maschinen für spannende Videos. Wenn ihr keine weiteren Beiträge mehr verpassen wollt, dann abonniert jetzt unseren Kanal und aktiviert auch die Glocke. Es lohnt sich.